Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Bedarfsplanung und Produktionskosten. Nachdem wir im vorigen Video die Bedarfsplanung im Wesentlichen anhand eines Beispiels kennengelernt haben, wollen wir uns das Ganze hier etwas formaler aufschreiben und noch um einige weitere Aspekte, die in den Wirtschaftswissenschaften wichtig sind, erweitern, insbesondere um die Produktionskosten. Wie schaut das also allgemein aus? Die Situation ist die, dass wir einen Hersteller haben, der Produkte B1 bis BN ganz allgemein produziert und dafür Rohstoffe, Anfangsprodukte A1 bis AR benötigt. Und die Bedarfsmatrix gibt mir den benötigten Input pro geplante Einheit Output an. Und das ist dann also hier ganz allgemein eine R-Kreuz-N-Matrix. Und die nennen wir also hier Groß A. Und das, was wir jetzt noch weiter hinzubringen, sind die Rohstoffpreise. Jedes von diesen Inputs hier, A1 bis AR, hat einen zugehörigen Preis, P1 bis PR. Und den können wir auch zusammenfassen in einem Preisvektor Fett P. Ich habe hier auf den Folien P transponiert geschrieben, einfach damit ich das in eine Zeile schreiben kann und ich es nicht in eine Spalte schreiben muss, weil hier nicht mehr so viel Platz war. Einen anderen Grund hat die Verwendung von dem transponiert hier nicht. Und wie schon im vorigen Video haben wir dann geplante Outputmengen für diese N-Produkte, haben wir dann zugehörige Mengen X1 bis Xn. Wie schaut das dann aus? Wie hoch sind die Gesamtkosten, die in einem solchen Auftrag entstehen? Und was können wir dann noch daraus ablesen über die Produktionskosten der einzelnen Produkte? Zunächst starten wir da wieder mit unserer Grundgleichung der Bedarfsplanung, dass also der Input ist Bedarf mal geplanter Output. Und diesen Input müssen wir dann noch mit den zugehörigen Rohstoffpreisen aus dem Vektor P multiplizieren. Habe also jetzt hier benötigte Inputs B1 bis BR und zugehörige Preise P1 bis PR. Die muss ich jeweils miteinander multiplizieren und alle zusammen aufaddieren. Das ist also wieder eine Linearkombination, eine lineare Funktion. Wir haben da wieder etwas vom Typ Preis mal Menge. Und das ist nichts anderes als eine ganz bestimmte Art von Matrixmultiplikation, nämlich ich habe einen Zeilenvektor von Preisen, den ich mit einem Spaltenvektor von Mengen multipliziere. Und ich habe wieder etwas, was in der Vorstellung ganz einfach ist, so wie im eindimensionalen Preis mal Menge, und nur die Rechnung, die dahinter liegt, ist jetzt etwas komplizierter definiert über diese Matrixmultiplikation von Zeilenvektor und Spaltenvektor. Und damit können wir dann auch wenn wir das einsetzen, die Gesamtkosten des geplanten Outputs berechnen und können das auch in einer einzigen Operation machen. Anstatt also zu rechnen, P transponiert mal B und das B kommt aus A mal X, kann ich mir überlegen, naja, es gilt mein Assoziativgesetz. Ich muss nicht erst A mal X und danach von links P transponiert multiplizieren. Ich kann auch direkt machen, P transponiert mal A und das multipliziere ich mit X. Und dieses P transponiert A sind dann Stückkosten für meine Outputs. Und diese Matrix oder diesen Vektor kann ich mir mit einer Matrixmultiplikation ausrechnen und danach verwenden. Ja, und all diese Matrixmultiplikationen, die ich hier durchführe, kann ich dann in entsprechender quantitativer Software leicht abbilden, zum Beispiel eben in einer Tabellenkalkulation. Und ja, da haben wir also die Produktionskosten der einzelnen Produkte, P transponiert mal A, und damit kann ich dann die Gesamtkosten eben mit dem Produkt mit X darstellen. Und das schauen wir uns jetzt einfach an einem konkreten Beispiel nochmal an. Ein Hersteller produziert zwei Produkte, B1 und B2. Er benötigt dazu Rohstoffe A1, A2 und A3. Die Produktion erfolgt an zwei verschiedenen Produktionsstätten,
Städte 1 und Städte 2. Und an den beiden Standorten wird zwar dieselbe Produktionstechnologie eingesetzt, das heißt, die Bedarfsmatrix ist genau die gleiche an beiden Standorten, aber die Rohstoffpreise für die Rohstoffe sind unterschiedlich. Und hier sehe ich also meine Bedarfsmatrix zunächst einmal. Für ein Produkt vom Typ 1 brauche ich also alle drei Inputs und zwar in Mengen von 3, 2 und 4. Und auch für ein Produkt vom Typ 2 brauche ich alle drei Inputs, aber in etwas anderen Mengen 4, 1 und 6. Dann habe ich meine beiden Standorte. Am ersten Standort ist der erste Rohstoff relativ teuer mit 10 Geldeinheiten und dafür die anderen beiden Rohstoffe relativ günstig mit 2 und 3 Geldeinheiten. Hingegen am zweiten Standort ist der erste Rohstoff etwas günstiger, nur 9 statt 10 Geldeinheiten. Dafür sind die anderen beiden Rohstoffe etwas teurer mit 3 und 4 Geldeinheiten. Trotzdem kann das natürlich für einen Hersteller Sinn machen, an zwei verschiedenen Standorten zu produzieren, weil er zum Beispiel zwei verschiedene Länder oder zwei verschiedene Regionen beliefern möchte, kurze Lieferzeiten anbieten möchte und so weiter. Und das, was wir jetzt an dieser Stelle machen sollen, ist einmal ausrechnen, wie hoch sind die Produktionskosten von B1 und B2 an beiden Standorten. Was kostet mich also ein Stück vom ersten Produkt und ein Stück vom zweiten Produkt in der Herstellung, entweder mit diesem Preisvektor oder mit diesem Preisvektor. Und dann schaue ich mir einen ganz konkreten Auftrag an, nämlich ich möchte 500 Stück vom ersten und 200 Stück vom zweiten Produkt erzeugen. Welche Gesamtkosten fallen an den beiden Standorten an? Übertragen wir uns das also alles hier einmal in unsere Lösung. Wir hatten Rohstoffpreise von 10, 2 und 3 für unsere drei Rohstoffe am ersten Standort und das war unsere Bedarfsmatrix fürs erste und fürs zweite Produkt. Und damit können wir jetzt also die Stückkosten für die beiden Produkte an den beiden Standorten, an dem ersten Standort ausrechnen. Das mache ich wie üblich, 3 mal 10, 2 mal 2, 4 mal 3 ist 30, plus 4 sind 34, plus 12 sind 46, Entschuldigung. Und dann für das zweite Produkt 4 mal 10 plus 1 mal 2 plus 6 mal 3 ist zusammengerechnet 60. Also an meiner ersten Produktionsstätte kostet mich das erste Produkt in der Herstellung 46 Geldeinheiten, das zweite Produkt ist etwas teurer mit 60 Geldeinheiten. Wie schaut das nun an der zweiten Produktionsstätte aus? Da haben wir die gleiche Bedarfsmatrix. Wir produzieren mit der gleichen Technologie, wie Rohstoffe in die Produkte dann umgesetzt werden. Aber die Rohstoffe haben unterschiedliche Preise. Schauen wir uns mal an, wie sich das auf die Stückkosten unserer produzierten Produkte auswirkt. Wir müssen also auch hier wieder 3 mal 9 plus 2 mal 3 plus 4 mal 4 rechnen. Und wenn wir das in den Taschenrechner tippen, kommen wir drauf, das sind 49 Geldeinheiten. Und das Produkt vom Typ 2 kostet 4 mal 9, 1 mal 3 plus 6 mal 4 sind in Summe 63 Geldeinheiten. Und dann können wir hier diese beiden Kostenvektoren miteinander vergleichen. Es sind also beide Produkte etwas teurer am zweiten Standort. Ja, das Produkt vom Typ 1 kostet statt 46 49 Geldeinheiten. Ein Produkt vom Typ 2 kostet statt 60 63 Geldeinheiten. Und trotzdem kann das aber für mich als Unternehmer Sinn machen, weil ich eben, das könnten ja ganz unterschiedliche Länder sein, wo ich regional in diesen Ländern dann meine Produkte ausliefern möchte mit kurzen Lieferzeiten und ähnlichem. Die nächste Frage war jetzt also, was sind denn die Kosten meines Auftrags, wenn ich 500 Stück vom ersten Produkt und 200 Stück vom zweiten Produkt berechnen möchte? Naja, da muss ich jetzt also nur die Kosten am ersten Standort multiplizieren mit dieser geplanten Menge. Und das hatten wir gemacht. Das ist 46 und 60 mal 500 und 200, also 500 mal 46 plus 200 mal 60. Ergibt 35.000 Geldeinheiten
Und am zweiten Standort haben wir also hier C2 transponiert, das haben wir schon ausgerechnet, mal die Menge x und dann kommen wir auf etwas höhere Kosten von 37.100 Geldeinheiten.